Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder um Marktchancen geben. Gestern hat ja die EZB getagt, das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Ich habe ja sogar ein Video vorher dazu gemacht. Und ich möchte heute mal ein bisschen darauf eingehen, meine Sicht dazu aufzeigen, Trading-Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, vorstellen. Und ich habe auch noch ein paar andere News dabei und ich würde sagen, fangen wir gleich an. Aber zunächst natürlich wie immer der Haftungshinweis, alles was ich hier wieder aufzeige im Konto, ist meine eigentliche persönliche private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko, wie immer eben. Schauen wir uns doch das Ganze einfach mal an, was es denn die Woche für News gab. Zum einen gab es News rund um die Grundsteuerreform, die ist extrem mit Problemen behaftet. Man kann dazu stehen, wie man will, sollte ja eine Reform werden oder es ist eine Reform. Und man kann aktuell eben die Daten, wenn man eben Grundstücksbesitzer ist, Waldbesitzer ist, Immobilienbesitzer ist, eben bereits durchführen. Und das läuft aktuell über Elster. Ich glaube, in Bayern gibt es auch die Möglichkeit, das in Papierform zu machen, würde ich ja jeden raten, gerade eben vor dem Hintergrund, was eben jetzt an News hier rauskommt. Scheinbar sind die Server dermaßen überfordert und überlastet, dass teilweise Elster nicht mehr richtig funktioniert. Außerdem hört man und liest man mittlerweile im Internet, dass man scheinbar mit wirklichen existenten Daten, die man hat, also wenn man genau weiß, wie groß das ein Grundstück ist, da kommt man scheinbar nicht weit, denn da gibt es dann Fehlermeldungen, man muss also bescheißen und betrügen und falsche Daten angeben, dann geht scheinbar das ganze System und die Daten werden erkannt. Schönes Beispiel, im Internet hat jemand erzählt, dass er zum Beispiel ein Grundstück mit 741 Quadratmeter hat. Das hat er auch so eingetragen bei Elster und das wäre auch korrekt gewesen, aber dann sagt Elster, das geht nicht, er nimmt nur ganze Zahlen an. Dann hat er einfach eine größere Zahl eingegeben und siehe da, es funktioniert. Das heißt also, man muss jetzt mehr zahlen, obwohl man eigentlich weniger Grund besitzt. Das ist auch ein Witz und das Ganze, was hier wieder abläuft, das ist nicht nur eine Fehlermeldung, es gibt ganz viele, mittlerweile gibt es auch Anleitungen, wie man die Fehler umgehen kann und so im Internet, aber das ist wieder typisch deutsch, wie es die letzten Jahre abgelaufen ist hier. Man versucht irgendwas auf Biegen und Brechen umzusetzen, ohne dafür überhaupt die nötigen Voraussetzungen geschafft zu haben, ohne dass man sich wirklich mal mit der Thematik auseinandersetzt und dann kommt eben sowas dabei raus. Eine andere News, die die Woche noch in den Medien stand, nämlich gestern, CumEx, vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen, da geht es um sehr viel Geld, ist der deutsche Steuerzahler um viel, viel Geld betrogen worden und in Mallorca hat man jetzt angeblich einen federführenden Banker, der das Ganze eben mit eingefädelt hat und sich ausgedacht hat, eben festgenommen. Und das ist natürlich jetzt interessant, ist da wirklich so federführend gewesen oder ist es nur jemand, den man einfach jetzt präsentieren möchte, hat er wirklich so viel Einfluss eben gehabt. Natürlich interessant, wenn es wirklich so wäre, werden vielleicht dann nochmal Leute vor den Ausschuss, vor eine Sitzung gebeten. Schönstes Beispiel ist ja unser aktueller Bundeskanzler, der musste ja auch aussagen, der ja damals da drin, er hatte halt mit der ganzen Thematik zu tun, ja, was hinter CumEx praktisch stand, wie es überhaupt dazu gekommen ist, er hat es beaufsichtigt da damals mit und ist ja damals nichts dabei rausgekommen, ja, aber interessant ist jetzt, welche Aussagen trifft jetzt dieser festgenommene Ex-Banker, wirkt ganz spannend, ob es da vielleicht dann am Ende neue Entwicklungen gibt, vielleicht sogar eben, wie gesagt, nochmal neue Ausschüsse, neue Sitzungen, wird man dann sehen, sehr, sehr interessant, was sich da gerade ergibt. Außerdem habe ich heute mal wieder die aktuellen Inflationszahlen mitgebracht, die veröffentliche ich hier immer wieder in meinen Videos. Die Inflation ist eben leicht zurückgegangen, die offizielle, auf 7,6%. Wir waren ja schon bei knapp über 8%. Und ich habe ja damals in einem Video vor ein paar Wochen eben schon gesagt, ich gehe davon aus, dass die Inflation sich jetzt in ein Seitwärtsniveau begeben wird und wir erstmal keine höheren Werte mehr sehen werden. Gerade über den Sommer bleibe ich auch dabei, das wird wahrscheinlich so bleiben. Und gehe sogar davon aus, dass es vielleicht sogar noch ein Stück weiter zurückgeht, aber dann im Herbst könnte ich mir vorstellen, dass die Zahlen sehr schnell wieder nach oben gehen werden. Wir werden ohnehin in den kommenden Jahren deutlich höhere Zahlen sehen hier bei der Inflation. Warum? Die ganze Problematik kann einfach nicht mehr gut ausgehen. Es muss neues Geld gedruckt werden und es wird unweigerlich zu extremer Inflation führen. Und ich gebe dem Ganzen einfach nur noch maximal 2 bis 3 Jahre, dann ist die Geschichte erledigt. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, wieso und warum, als ich das so sehe.
Denn ich möchte jetzt ja eigentlich zum Hauptthema kommen, nämlich gestern war eben EZB-Sitzung und für uns sind eigentlich nur diese Daten hier wichtig. Und ich habe ja gestern bei Instagram schon einen kleinen Post gemacht und habe eben gezeigt, wie man eben mit News, mit Börsennews eben auch Trading betreiben kann, Geld verdienen kann. Und man konnte das gestern eben wunderbar traden. Ich habe jetzt dann eine weitere Trading-Idee dabei, die ist jetzt für nach der EZB-Sitzung. Die werde ich dann gleich noch aufzeigen im Detail, was man denn da machen könnte. Aber jetzt erstmal zu den Zahlen. Was hat denn gestern die EZB entschieden? Naja, die hat den Leitzins auf 0,5 Prozentpunkte gesetzt. Der Markt hat oder die Analysten haben angenommen, dass es sogar nur um 0,25 Prozentpunkte nach oben geht. Und zuvor hatten wir gerade mal 0%. Ja, also vorher war der Leitzins bei 0 und das seit vielen, vielen Jahren. Das ist das erste Mal, dass die EZB wieder eine Erhöhung macht und sogar so, wenn man denn so will, sogar eine recht heftige Erhöhung. Aber es gab auch noch Marktteilnehmer, die haben am Dienstag, gab es einige Berichte im Internet, sogar auf größeren Portalen dazu. Manche Marktteilnehmer sind sogar davon ausgegangen, dass sogar der Zins unter Umständen auf 1% gleich erhöht werden könnte. Warum? Die EZB musste nachziehen im Vergleich zu Amerika. Amerika hat mittlerweile schon viele Zinsschritte hinter sich. Der Zinsspread ist mittlerweile riesig geworden zwischen Amerika und Europa. Und die EZB musste einfach handeln und natürlich aufgrund der hohen Inflation. Und dann ist am Ende eben ja, die 0,5 sind dabei rausgekommen. Wie werde ich das jetzt selbst bewerten und einschätzen? Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Inflation liegt eben bei knapp 8%. Der Leitzins müsste dementsprechend bei 6, 7 oder gar 9% sein, um eben was wirklich effektiv gegen die Inflation machen zu können. Am Anfang natürlich nicht, man erhöht es natürlich langsam, um die Wirtschaft nicht zu überfordern, aber das ist eben der Zins nicht. Und das ist ein Problem. Und warum macht die EZB das? Meiner Meinung nach aus zwei Gründen. Zum einen, weil der aktuell unfähige Politikmarionetten dort sitzen, denn wenn man überlegt, wo kommt die Euro überhaupt her? Euro ist mal aus einem guten Gedanken entstanden, aber schon damals bei der Gründung des Euros hat man eigentlich nur durch Betrug den eigentlich eingeführt. Warum durch Betrug? Ganz einfach, die Länder, die den Euro haben wollten, haben ihre Bilanzen frisiert, um am Stichtag eben die benötigten Zahlenwerte aufzuweisen, um am Ende den Euro zu erhalten. Damals hätten nur zwei Länder wirklich den Euro erhalten können, wenn man denn die Bilanzen ganz streng und die Kriterien ganz streng ausgelegt hätte. Ich glaube, ein Land davon wäre Schweiz gewesen, aber die wollten den Euro ja nicht mal, clever wie sie waren. Und die anderen Länder haben eben alles dafür getan, um irgendwie die Ziele zu erreichen, um am Ende den Euro zu erhalten. Jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, das ist ein großer Fehler gewesen für viele Länder und vor allem muss der Steuerzahler das Volk am Ende dafür büßen und bezahlen für die Fehler, die damals gemacht wurden. Man hätte jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, das zu bereinigen, zu berichtigen, den Euro auf ein gutes Fundament zu stellen, aber das Gegenteil, man versucht Schuldenberge mit immer neuen Schuldenberge zu übertünchen und jede Krise packt die EZB erneut die Druckerpresse aus und wird wieder ordentlich gedruckt. Das wird das Problem nicht lösen und das Problem ist im fundamental strukturell und man hat auch damals ja Kriterien festgelegt, ja, was die einzelnen Länder eben dürfen und was nicht dürfen. Und man hat vor allem gesagt, man will keine Staatsanleihen aufkaufen, aber genau das macht ja jetzt die EZB. Und oder hat sie gemacht. Jetzt ist es ja erst einmal wieder eingestellt worden, das Programm, wie ich das mitbekommen habe. Aber dafür hat man eine andere Methode jetzt eingeführt, die ist auch bekannt gegeben worden bei der Sitzung, wie man jetzt den Ländern, die eben hochverschuldet sind, unter die Arme greifen will. Was ist jetzt eigentlich das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist das, die Südländer sind extrem verschuldet. Das wäre eigentlich kein Problem, wenn sich die Länder in ihrer eigenen Währung verschulden könnten. Aber nein, sie haben eine Art Fremdwährung und das ist eben der Euro und deswegen können sie das nicht. Sie sind auf die EZB angewiesen, dass die neues Geld zur Verfügung stellt. Über den Markt könnten sie sich eigentlich nicht mehr mit Liquidität versorgen, also muss die EZB das machen. Das macht sie jetzt eben über ein neues Instrument, was sie jetzt eben eingeführt haben, über eine neue Möglichkeit, eben Geld den Ländern zuzuführen. Und die Länder sind eben wirklich hochverschuldet. Die haben weit über 100% zum Teil Verschuldungsquote, zum Beispiel Italien, aber auch Griechenland. Spanien ist natürlich auch dabei. Eigentlich gehören sich diese Länder aus dem Euro raus. Das wäre ein Segen für diese Länder, aber auch für den Euro. So kann die EZB nichts machen. Das Problem ist einfach, wenn die EZB die Zinsen zu sehr erhöht, sind diese Länder einfach de facto pleite, und das Ganze geht einfach, ja, dahin.
Schönes Beispiel ist auch Griechenland. Griechenland war ja vor ein paar Jahren eine Krise. Heute sind die Schuldenstände sogar höher als damals zur Krise. Und ja, und das ist einfach, es gibt keinen Ausweg mehr. Ja? Wir sind im Endspiel angekommen, wenn man so will. Dieses System in dieser Form kann nicht mehr überleben. Ja? Also meiner Meinung nach wird das zu einer großen Enteignung führen, vor allem zur Enteignung der Sparer, jetzt erst durch die Inflation und später eben vielleicht durch die Abschaffung vom Euro. Die EZB ist einfach schachmatt gesetzt. Sie kann die Zinsen nicht erhöhen, sonst würde sie Wirtschaft, das, was nur aktuell in Wirtschaft überhaupt vorhanden ist, komplett abwürgen, würde eine Rezession verursachen und die Länder, die eben so hoch verschuldet sind, eben in den Bankrott treiben. Also, was macht die EZB? Sie erhöht einfach den Zins minimal, um einfach Handlungen zu signalisieren und zu präsentieren, was natürlich ein Witz ist, wenn man eben das mit Amerika vergleicht, wo die Zinsen schon bereits, die Leitzinsen schon deutlich höher liegen. Deswegen haben wir den großen Spread, deswegen stürzte der Euro so ab. Und neulich gab es ein paar Artikel im Internet, da ist ja schon davon gesprochen worden, dass der Euro jetzt zur Weichwährung verkommt, am Ende dann genauso wie die italienische Lira behandelt wird. Das sind so meine Gedanken dazu. Für mich ist das Spiel einfach vorbei und ich gebe den Euro maximal noch 2, 3 Jahre. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, den kann ich einfach immer, kann ich nicht mehr helfen. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation, um das nochmal deutlich zu sagen. So, wie können wir das Ganze aber die EZB-Sitzung gestern, also die gestrige EZB-Sitzung für unser Trading nutzen? Wie gesagt, man konnte das gestern super handeln, habe dazu eben bei Instagram eben was eingestellt, um das ein bisschen zu erklären, wie man sowas handeln kann. Heute möchte ich was anderes mitbringen. Das ist eine Statistik, die ich erstellt habe zu der EZB-Sitzung. Und die ist eigentlich ganz einfach zu lesen. Hier ist das EZB-Ereignis, also die Sitzung selbst. Das ist dann ein Tag nach der Sitzung, 2 Tage nach der Sitzung, 3 Tage nach der Sitzung und so weiter. Ich bin ein großer Fan von Statistiken an der Börse. Warum? Weil man es einfach ja, nachhandeln kann, ganz einfach. Selbst Anfänger können das ganz einfach nachhandeln. Und ich habe einen Erwartungswert. Das heißt, ich weiß ungefähr, was ich erwarten kann, dass an diesem Tag oder an jenem Tag eben an der Börse rauskommt. Und ab Montag, das wäre im Handelstag 2 und Handelstag 3 nach der Sitzung, haben wir hier Werte stehen von 0,63. Das bedeutet, an diesen beiden Tagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro steigt gegenüber dem US-Dollar, ja, da beträgt die Wahrscheinlichkeit 0,63 oder sogar 0, fast 0,64%. Also, das ist eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man davon ausgeht, die Börse ist 50-50 verteilt. Ebenfalls die Folgetage dann, also Handelstag 4 und 5, sind auch ganz positiv, vor allem nochmal Handelstag 5. Jetzt könnte man eben dann ab Montag einen Long-Einstieg beim Euro suchen und das vielleicht ein, zwei, drei oder sogar 4 Tage halten oder immer wieder neue Long-Trades versuchen. Das sagt uns einfach die Statistik und gibt die Statistik einfach her. Das wäre eine Idee, wie man jetzt dieses EZB-Ereignis handeln könnte. Außerdem habe ich noch eine weitere Grafik mitgebracht. Das hat aber jetzt weniger mit der EZB-Sitzung zu tun, sondern ist einfach was, was mir auffällt, aber was ganz gut eben dann in die Richtung passt, weil eben die EZB jetzt die Zinsen erhöht hat. Mir fällt auf, und ich habe dazu ja vor einiger Zeit, ich glaube, letztes Video war es sogar, eine Grafik veröffentlicht, dass ich davon ausgehe, dass in Amerika der Zins vielleicht kurzfristig wieder ein bisschen nach unten kommen könnte. Und diese Grafik soll das nochmal ein bisschen bestätigen oder zusätzlich untermauern. Ich könnte mir vorstellen, das ist so eine Art Schulter, Kopf, Schulter. Und wir sehen hier eine Trendlinie. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Trendlinie fällt und es da noch ein Stück tiefer geht. Vielleicht wieder ein bisschen im Bereich sogar, vielleicht von 2, vielleicht auch nur von 2,2. Das wird man dann sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. Das wird bestimmt noch nicht morgen passieren und auch noch nicht übermorgen. Das kann man sich einfach mal ein bisschen beobachten, was sich eben daraus ergibt. Genau. Das wäre es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen. Wer übrigens mehr so Statistiken haben möchte oder sehen möchte, in Discord stelle ich da immer wieder was ein. Ich habe eine Discord-Gruppe gegründet. Das ist vollkommen kostenlos, kann jeder kostenlos dazukommen. Dort stelle ich immer wieder so Statistiken ein. Ich habe natürlich zur EZB-Sitzung kann man natürlich nicht nur in Euro handeln, sondern auch wunderbar den DAX. Und ich glaube, da habe ich sogar meine Grafik dazu online gestellt, wie man eben so ein Ereignis im DAX handeln kann. Und wer das sehen möchte, guckt einfach mal in Discord rein oder schaut auf Instagram nach. Da stelle ich auch immer wieder solche Statistiken und Trades vor und ein.